Hallo liebe Leute, willkommen zu einer anderen Ausgabe von Gegengift, dem Magazin, das fast nichts vor den Mund nimmt. Während in Ohio ein chemischer Unfall den Menschen regelrecht den Atem verschlägt, das Wasser verseucht, treibt sich Joe Senilus Biden, das ist nicht der Bruder von Olaf Senilus Scholz, aber sie leiden alle unter Gedächtnisverlust, der treibt sich beim Zelensky in der Ukraine rum. Der haut da das Geld raus, dass es nur so kracht, kein Problem, er wird es wieder reinverdienen. Ha, ha, ha. Also, was sagt uns damit dieser Biden, nicht, dass ich nur Mitleid hätte, mit den Amerikanern generell, die den gewählt haben, aber Mitleid mit den Leuten in Ohio habe ich schon, der sagt denen eigentlich, ist mir scheißegal, was mit euch passiert. Die Brockovich, die sehr bekannt ist für ihre Prozesse gegen Umweltsünder, hat auch schon angekündigt, also von jetzt ab wird es krachen. Das Gegenteil passiert in Deutschland. Naja, da reisen ja auch viele von diesen unglaublich zahlreichen Intelligenzverbrechern in der Politik nach Kiew. Ja, diese Leute sind auch nicht zu stoppen. Auch nicht zu stoppen ist die Wohnungsbaugesellschaft, die städtische von Lörrach. Dort nämlich wird man die deutschen Mieter aus den städtischen Wohnungen rausschmeißen, weil die ukrainischen Flüchtlinge Platz brauchen. Nun könnte man denken, vielleicht regt sich einer drüber auf, die Mieter ja sowieso, stehst du plötzlich noch im Winter im Kalten. Nö, 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 die Qualitätsmedien nochmal frei nach Ursula von der Leyen, die erregen sich dann über Leute, die das nicht normal finden. Also so weit ist die komplette Verhausschweinung des Menschen in der Bundesrepublik Deutschland gekommen. Mit diesen aufmunternden Worten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Thorsten.